Stimmung bei dir? Könnte besser sein. Oh, Landsparade. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kickbox hier in Freiburg mit Maximilian Philipp. Alles gut bei dir? Alles gut bei dir. Perfekt. Es soll Angebote zwischen 6,6 und 7 Millionen Euro für dich geben. Bist du scharf stolz? Ja, das ist halt schon eine Menge Geld, ne? Also ich finde, das ist ein bisschen übertrieben oder viel zu übertrieben. So viel bin ich nicht wert. Ein Mensch ist eigentlich nicht bezahlbar. Und die Summen, die gerade auf dem Transfermarkt rumirren, sind einfach Wahnsinn. Willst du uns vielleicht mal deinen Lieblingstrick zeigen? Ich kann es versuchen, ja. Geh's nochmal. Den ersten, wie machst du den? So? Ja. Also eigentlich musst du nur mit der Sohle über deinen Fuß fallen lassen. Okay. Und bist ja schon automatisch mit dem anderen Bein dann wegen dem Schwung. Ja, geht doch. Der letzte war Beinfit, ne? Alles klar. Gut. Dann hat er das auch geschafft. Okay. So, das war's Tricksen. Jetzt kommen wir zur richtigen Challenge. 1 gegen 1, Tor zu Tor. Wir haben hinten was aufgebaut. Sagen wir bis 5. Alles mit klar. Händen. Alles klar. Wer anfangen darf, entscheiden wir bei Schnick, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, habe ich heute Glück. Dann auf geht's. Okay, können wir anfangen. Ja, hat da ein bisschen geflattert? Weiß ich. Bisschen schon, ja. Gut für Selbstvertrauen am Anfang. Also Glück hat er nicht, der Mann. Könnte besser sein. Boah! Da war die Reaktionsgeschwindigkeit zu langsam. 2-1. Alles gut? Mein Bein, ich verfehlt. Geht's? So willst du also gewinnen, ja? Wenn es nicht anders geht. Hat er jetzt Angst hinzugehen bei den Dingern? 2-2. Wie war dann der Übergang in die Profiliga, so von der Straße her? Ja, es war halt ein bisschen schwerer. Ne? Ich komme ja aus Berlin. Ich war auch nicht der größte Spieler zu meiner Zeit. Und warum ging es dann bei der Hertha nicht weiter? Mit 14 hatte ich körperliche Defizite. Ich war sehr klein, ich war noch 1,55 ungefähr. War sehr schmächtig und war auch nicht der schnellste zu dem Zeitpunkt. Aber zu dem Zeitpunkt, finde ich, kann man ja nicht sehen, wie man sich entwickelt. War halt damals eine Person im Trainerbereich tätig, der halt sehr robuste Spieler haben wollte. In mir hat er halt nicht viel gesehen und ich finde es schade. Ich war auch sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Aber irgendwann habe ich mir dann geschworen, einfach weiterzumachen. Der ist wahrscheinlich schade. Wow. Puh. Ah. Verladen. Spekuliert, hä? Ja. 2. Glanzparade. Warum ist der eigentlich im Sturm, der Typ? Rechtes Mittelfeld, ne? Ja, eigentlich lieber vorne, aber zurzeit rechts. Nein! Da war er doch dran! Ah! Da.
Nein! Starke Parade. Er zerstört mich, der Mann. Er zerstört mich. Linke Hand, rechter Fuß. Was ist als nächstes dran? Geht's noch? Das ist zu wenig! Verdient gewonnen. 5:2, glaube ich. Und hast mich sogar noch kaputt gemacht. Klasse. So, wir gehen jetzt zur Kickbox. Da hinten steht sie. Du hast 10 Versuche, um von circa 7 Metern da reinzuschießen. Ja, das war's auch schon. Können wir hingehen? Gerne. Alles klar. Oh, schön. Hier tut alles weh. Der war, weil ich bin so. Und da ist, da hab ich auch gesehen, da ist schön nach hinten geknickt. 2, 1, bitte. So weit dabei! Der ist nervös, der Philipp! Rede nicht da draußen! Stark. So, das war's hier auf dem Feld. Danke. Wir sehen uns gleich zu einem kleinen Spielchen nochmal. Abonniert den YouTube-Kanal Kickbox und den Instagram-Kanal Die Kickbox. Instagram? mphilipp10, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns gleich wieder. Das war's erstmal von hier. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ach, nix.